Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit dem Thema Levi. Ja, das ist einfach gerade hochaktuell, muss man einfach so sagen, seit dem letzten Kapitel. Denn seit Kapitel 114 von Attack on Titan brennt vielen Leuten eine Frage auf der Seele. Was ist denn jetzt mit Levi los? Da ich hier Anime-Onlys nicht spoilern will, sage ich ganz, ganz klar, dass hier Spoiler vorkommen werden, auch wenn das klar sein sollte, wenn ich hier über das aktuellste Attack on Titan Kapitel spreche. Aber gut, man will es einfach nur nochmal gesagt haben. Legen wir direkt los, Leute. Ja, bevor wir hier anfangen, möchte ich nochmal die Situation, welche wir am Ende des letzten Chapters hatten, für euch grob zusammenfassen. Denn Zeke hat ja die Zündschnur des Donnerspeers gezogen und hat sich so selbst in die Luft gejagt. Da Levi jedoch knapp einen Meter neben Zeke stand, ist auch Levi in Mitleidenschaft gezogen worden. Und auf der finalen Seite des Kapitels sehen wir dann, wie Levi durch die Luft fliegt. Und auf der anderen Seite sehen wir übrigens auch noch den Oberkörper von Zeke inklusive Kopf, welcher scheinbar noch komplett intakt ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach sehr hoch ist, dass Zeke das Ganze hier noch überleben wird und sich wieder regenerieren wird. Bei Levi ist das Ganze nun doch etwas schwammiger. Aber schauen wir uns den Shot doch einfach mal zusammen noch ein bisschen genauer an. Wir sehen hier, dass Levis linkes Bein bzw. Fuß Blutspritzer an sich hat. Ja, die sind hier ganz, ganz klar zu sehen und daher ist natürlich die Annahme nicht unrealistisch, dass Levi mindestens einen Fuß hier verloren hat. Sein rechtes Bein hingegen sehen wir überhaupt nicht und es könnte theoretisch sogar sein, dass dieses Bein auch in Mitleidenschaft gezogen wurde und komplett nicht mehr vorhanden ist. Denn immerhin war sein rechtes Bein, wie wir auf diesem Bild hier sehen, näher am Donnerspeer dran als sein linkes Bein. Ist damit sein rechtes Bein auf jeden Fall verloren? Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Solange wir jedoch nichts Konkretes gesehen haben, sage ich erstmal tatsächlich nein. Aber wie sieht's eigentlich mit seinen beiden Armen aus? Auf dem Bild erkennen wir zumindest, dass Levis linker Arm komplett vorhanden ist. Er scheint noch komplett intakt zu sein. Aber wie sieht das Ganze jetzt mit dem rechten Arm aus? Von der Seite seines rechten Arms spritzt auf jeden Fall Blut. Auch die Tatsache, dass sein rechter Arm im Vordergrund bei der Explosion war, ist noch ein bisschen befürwortend dafür und daher ist es anzunehmen, dass dieser am ehesten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und die gängige aktuelle Annahme ist hier ganz klar, dass Levi seinen rechten Arm verloren hat. Und das fände ich nicht mal wirklich unrealistisch, auch wenn ich mich frage, wo Levis Klinge dann hin ist, die er in der Hand hatte. Aber blenden wir das erstmal hier aus. Final müssen wir dann noch festhalten, dass Levi jetzt schwer verletzt mit all diesen Wunden, die er wahrscheinlich potenziell hat, in den reißenden Fluss fällt. Dadurch wird zwar zumindest der Aufprall seines Falls gemindert, aber ist so ein schwer verletzter Levi überhaupt in der Lage, wieder aus dem Fluss herauszukommen und lebend aus dem Fluss herauszukommen? Ist er überhaupt bei Bewusstsein? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ist er vielleicht bewusstlos nach der Explosion geworden? Man kann es hier nicht zu 100% sagen. Klar ist für mich jedoch, dass Levi das Ganze hier überleben wird. Ist nur meine Meinung, Leute. Fern davon wird er sicherlich auch von irgendjemandem gerettet und aus dem Fluss gezogen. Und für mich wäre es hier einfach so ironisch, wenn es Rainer und Co. wären, die Levi hier aus dem Fluss ziehen. Wie findet ihr das persönlich? Findet ihr es zu abgespaced? Würdet ihr sagen, das passt überhaupt nicht? Aber irgendwie wäre es doch Ironie des Schicksals, wenn gerade Rainer, der Levi erkennt, ihn aus dem Fluss zieht. Denn irgendwo müssen Rainer, Peak und Porco ja ihre Base aufgestellt haben. Und warum nicht an einem Fluss, wo sie dann auch noch gut undercover leben können und auch an Wasser kommen? Wäre euch vielleicht Eren lieber, dass Eren hier Levi aus dem Fluss fischt? Aber naja, ich weiß nicht genau, denn Eren chillt ja aktuell immer noch im Gebäude des Militärs und daher ist er eigentlich gar nicht so doll in der Nähe, sage ich jetzt mal. Ich habe nun im Laufe der letzten Tage auch viele verschiedene Meinungen gehört bzw. gelesen bezüglich Levis Schicksal und die einen sagen, dass es gut ist, dass Levi jetzt ja genervt wird, vielleicht sogar stirbt und die anderen sagen, dass es absolut schlecht ist und absolut nicht passt. Und bei dem nicht passt, muss ich direkt sagen, es ist Attack on Titan. Sowas Brutales passt zu Attack on Titan. Punkt aus Ende. Wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Aber ja, dass es schlecht sein kann, will ich aber nicht ausschließen. Manche gehen auch noch eine Art Mittelweg und hier will ich jetzt mal mit euch ein paar Pros und Kontras zusammenfassen und wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier an.
Wäre es denn jetzt gut, wenn Levi tot bzw. dauerhaft kampfunfähig gemacht werden würde? Denn für das Kampfgeschehen an und für sich würde eine Verkrüppelung von Levi, also dass er nur noch einen Arm hat oder nur noch ein Bein hat, das wäre gleichbedeutend mit der Tatsache, dass Levi tot ist. Klar, Levi würde noch leben, aber er könnte am Kampfgeschehen so oder so nicht mehr wirklich teilhaben. Und daher packe ich diese beiden Punkte einfach mal hier zusammen. Prinzipiell muss man sich einfach eingestehen, dass Levi ein absolut overpowerter Charakter ist. Er nimmt dutzende hirnlose Titanen und danach noch einen Titanwandler, einen erfahrenen Titanwandler, problemlos auseinander, sofern die Umgebung natürlich dabei für ihn von Vorteil ist. Und das ist nicht unbedingt eine gute Sache, sage ich jetzt mal, was das Balancing angeht. Über die ganze Serie gesehen ist Levi schon immer Herr der Lage gewesen und fand auch selbst in den schlimmsten Situationen immer einen Weg aus einer misslichen Lage. Und das hat dazu geführt, dass viele Fans Levi irgendwie auch als unbesiegbar eingestuft haben und sogar davon ausgegangen sind, dass ihm eh nie etwas passieren könnte. Und Levi hat so gesehen die Balance in Attack on Titan schon vom Beginn an, seit seinem ersten Auftreten als stärkster Kämpfer der Menschheit, ja, irgendwo ins Ungleichgewicht gebracht. Nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn Levi nun auch noch Regenerationsfähigkeiten wie ein Titanwandler hätte. Ja, das haben nämlich der ein oder andere geschrieben und haben gesagt, hey, warum soll er die denn nicht auch haben? Die Ackermanns sind doch so besonders. Davon gehe ich aber jetzt mal nicht aus, da wir schon öfters gesehen haben, wie sich Levi verletzt hat oder auch Mikasa, und die Wunden sind da nicht schnell geheilt. Deswegen schließe ich das einfach mal an dieser Stelle hier aus. Aufgrund dieser Übermachtstellung von Levi sagen jetzt auch viele, dass es eben gut ist, dass er zumindest kampfunfähig gemacht wurde. Dadurch würde auch wieder ein bisschen mehr Spannung entstehen und man würde nicht direkt denken, hey, Levi ist jetzt da, Levi wird die Sache sowieso schaukeln. Das sehen viele als etwas Positives an. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Levi, ja, sage ich jetzt mal, aus der Story ein bisschen beiseite genommen wurde oder genervt wurde, denn schon am Ende des Female Titan Arcs oder auch den kompletten Clash of Titans Arc in Staffel 2 war Levi komplett aus dem Spiel genommen, und das hat meiner Meinung nach damals Isayama sicherlich gemacht oder eingefehlt, damit Levi ja die gefährlichen Situationen, die wir in diesen Arcs oder in diesen Staffeln hatten, ja nicht wirklich auseinander nimmt. Ja, dass Levi nicht dafür sorgt, hey, Levi regelt doch sowieso alles und nimmt die alle auseinander, dass seine Übermacht hier die gefährlichen Situationen nicht ungefährlich macht. So könnte man es ganz, ganz gut sagen. Aber das ist auch nur meine Interpretation an dieser Stelle. Ich stimme hier übrigens nur bedingt zu, dass es gut ist, dass Levi nun abgeschwächt bzw. außer Gefecht gesetzt wurde. Positiv ist hierbei, wie gesagt, dass es nun einen overpowerten Charakter weniger gibt. Denn aktuell könnte man sagen, dass Eren neben Levi der einzige Charakter ist, der überdurchschnittlich stark ist. Also wirklich quasi broken ist, sage ich jetzt mal so. Bei Eren beschwert sich aber kaum einer, da Eren eben 3 Titanwandlerkräfte hat und dazu noch eine große Erfahrung als Titanwandler hat. Heißt, diese 3 Titanwandlerkräfte geben Eren schon irgendwie eine ganz andere Legitimation. Ja, es ist etwas viel Krasseres. Es wirkt irgendwie für die Zuschauer begründeter. Für viele. Nicht für alle, aber für viele. Und gerade der Warhammer-Titan ist es aber, welcher Eren diese Übermachtstellung eigentlich beschert. Denn nur mit dem Attack-Titan wäre Eren ein leichtes Ziel für mega viele Gegner. Und das haben wir gerade jetzt besonders im Male-Arc nochmal gesehen, dass Eren absolut nicht overpowered war, bevor er den Warhammer-Titan hatte. Jetzt sieht das Ganze sehr, sehr wahrscheinlich anders aus. Negativ kann man hier jedoch betrachten, dass Levi die einzige wirkliche starke Variable war für den Aufklärungstrupp und so das einzige Gegenmaß zu Eren war. Naja, ich finde das persönlich dann nicht so zu 100% wahr, denn Mikasa und Armin sind ebenfalls mega krass und mega gefährlich. Ja, gerade Armin und Mikasa sollte man nicht außer Acht lassen, machen aber tatsächlich gerade viel, weil die beiden gerade im Knast sitzen. Aber das kann sich so schnell ändern, Leute, und dann sind die beiden wieder auf dem Plan und die können auf einmal das Brett direkt wieder umdrehen und dann sieht es wieder komplett anders aus. Dennoch wurde hier Levi zugesprochen, dass er der Einzige vom Aufklärungstrupp ist, weil er eben gerade frei ist, der Eren stoppen könnte. Vergessen dürfen wir jedoch auch nicht, dass auch Rainer, Porco und Peak noch ein Wörtchen gegen Eren mitzureden haben, besonders wenn sie zu dritt gegen Eren kämpfen, gehe ich stark davon aus, dass sie auf jeden Fall gegen Eren gewinnen können. Verzwickte Lage in jedem Fall, Leute. Ein Argument, welches ich sehr, sehr oft gelesen habe, war, dass Levi zu wichtig für die Geschichte ist und er weiterhin ein Teil davon bleiben muss, weil Attack on Titan sonst nicht Attack on Titan ohne
Levi's. Und ganz ehrlich, Leute, so leid es mir tut, diese Aussage kann ich leider nicht wirklich komplett unterstützen. Klar, Levi ist Teil von Attack on Titan, gar keine Frage. Er macht einen Großteil von Attack on Titan aus, aber es gab eben auch immer wieder in Attack on Titan Phasen, wo Levi überhaupt nicht vorhanden war. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen mit dem Ende des Female Titans Arc oder des Clash of Titan Arcs. Ja, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und Levi hat in der Geschichte von Attack on Titan nur noch einen Ziel und Zweck. Und dieses Ziel ist sein Versprechen an Erwin, dass er den Beast-Titan töten wird. Und dieses Versprechen hätte Levi bereits dreimal einlösen können. Doch hat er es immer nicht getan. Und das hat er jetzt letzten Endes auch mit dem hohen Preis hier bezahlt. Fern davon ist Levis Geschichte, rein theoretisch, erzählt worden. Wir wissen alles über seine Vergangenheit und wissen, was er durchgemacht hat. Jedoch ist sein Ziel bezüglich des Versprechens sehr eingleisig, wie ich finde, wenn auch sehr ehrenhaft, ja, gar keine Frage. Erwähnen muss ich hier dann auch, dass viele gesagt haben, dass so ein, in Anführungsstrichen, Abgang von Levi, selbst wenn er jetzt nur ein Krüppel ist, auch wenn es einfach nicht würdig für einen Charakter wie Levi ist. Und auch hier muss ich einfach mal sagen, dass das eben Attack on Titan ist. Und die Welt von Attack on Titan ist grausam. Da passieren solche Dinge, ja. Erwin ist auch zu einem Krüppel geworden und trotzdem hat er weiterhin seinen Teil für die Geschichte von Attack on Titan geleistet. Das heißt, nur weil Levi auf einmal einen Arm weniger hat oder ein Bein weniger hat, heißt es nicht unbedingt, dass der Junge jetzt komplett irrelevant werden muss. Will ich nur nochmal betont haben. Vielleicht wird auch durch eben dieses Schicksal ein ganz neues Kapitel für Levi geöffnet. Kann auch sein, Leute, dass er plötzlich eine komplett andere Rolle annimmt. Da müssen wir weiterhin abwarten. Für mich bleibt jedoch bestehen, dass Levi auf jeden Fall überlebt. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, von anderen YouTubern habe ich es auch schon gehört, ja aus dem englischsprachigen Raum, dass die gesagt haben, Levi überlebt das nicht, Levi ist jetzt tot. Ich bleibe dabei, Leute, solange ihr nicht die Leiche von Levi zu 100% gesehen habt in einem Manga-Panel, so lange lebt Levi und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier stirbt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Zeke wahrscheinlich diese Situation hier überlebt, dann ist es nicht auszuschließen, dass Levi das Ganze hier auch überlebt, wenn auch schwer verletzt. Ja, ich bleibe auch dabei, Leute. Levi wird am Ende von Attack on Titan seinen eigenen Teeladen aufmachen, Leute. Ich sage es nur nochmal, das wird er machen, Leute. Ich möchte das so sehen. Ob er das jetzt mit einem Arm tut oder mit zwei Armen, ist eigentlich vollkommen egal. Ja, deswegen will ich das nur nochmal gesagt haben. Jetzt könnt ihr mir aber bitte mal eure Meinung zu der ganzen Thematik in die Kommentare schreiben. Es waren schon einige Sachen in den Kommentaren von der Kapitel-Review, aber nicht so detailliert. Ich habe ja einige Sachen hier angesprochen, zu denen ihr jetzt auch mal eure Meinungen dalassen könnt. Würde mich wirklich interessieren, dass wir da vielleicht mal ein bisschen diskutieren können. Ist doch immer wieder eine sehr, sehr interessante Sache für jeden, der dann auch die Kommentare liest. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, würde es mich natürlich auch supporten, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben supporten könntet und kostenlos abonniert, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Schaut auch gerne noch auf meinen sozialen Medien vorbei, Twitter, Instagram, Discord und natürlich auch auf Twitch, wo ich jetzt demnächst immer streamen werde. Alles in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder.